Wer hat in Deutschland wohl die meisten Tonträger verkauft? Also alles hier von Kassette über Platten bis CDs. Und das ist nicht einfach. Mhm. Und vielleicht tippen jetzt einige auf Herbert Grönemeyer oder Helene Fischer. Das ist beides gut. Die haben 20 Millionen und 18 Millionen Tonträger verkauft. Aber das ist alles weit weg vom Rekordhalter. Kassette war schon so ein heißer Tipp. Mehr als 50 Millionen Tonträger haben die drei Fragezeichen tatsächlich verkauft. Die erste Folge des Hörspielklassikers kam heute auf den Tag genau vor 45 Jahren raus. Hilfe! Hilfe! Hey Peter, jemand ruft um Hilfe. Ich hab's gehört. War das nur ein Mann oder eine Frau? Als im Oktober 1979 die erste Folge Drei Fragezeichen in zahllosen Kinderzimmern zum ersten Mal läuft, öffnet sich die Tür in eine neue Welt. Vollgestopft mit spannenden Detektivgeschichten. Ich hoffe nur, dass dies nicht schon wieder ein komplizierter Fall wird. Im Gegenteil. Es fängt doch recht aussichtsreich an. Die erfolgreichste Hörspielreihe der Welt ist geboren. Die drei Fragezeichen. Komm, wir schleichen uns näher ran. Aber vorsichtig. Ach, die Bäume und Büsche geben doch eine gute Deckung ab. Eine alte Villa in Hamburg. Sie wäre perfekt als Spielort eines Drei-Fragezeichen-Falles. Was heißt wäre? Sie ist es. Und zwar für quasi alle Fälle. Hier lebt und arbeitet Heike Dine Körting, Produzentin und Regisseurin der Drei-Fragezeichen, seit Folge 1. Auch die drei Sprecher, einer aus Hamburg, zwei aus Berlin, wählte Körting aus. Also die waren so 13, 14, 15. Jens war der Älteste von denen. Und die beiden Berliner waren die Frechsten. Also da hatte ich immer ein bisschen Sorge, dass sie den armen Jens da ein bisschen hochnehmen. Aber der hat sich ganz gut verteidigen können. Jens Wawrczeck, Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich, die drei Detektive. Bis heute, wenn auch nicht mehr ganz so jung. Jens Wawrczeck ist seit 45 Jahren Peter Shaw. Dabei sollte der Hamburger eigentlich eine andere Rolle sprechen. Ich bekam ursprünglich die Rolle von Bob zugewiesen. Und nach einem halben Tag hat Frau Körting gesagt, ach nee, wir machen es andersrum. Ich finde, Peter ist eine super Figur, weil Peter so viele verschiedene Farben hat. Der kann ängstlich sein, der ist sportlich, was ich persönlich nicht besonders bin. Aber er ist ja auch sehr mutig. Der Werwolf, den schnapp ich mir. Ich glaube, keiner von uns ahnte, dass das ein Lebenswerk werden würde, die drei Fragezeichen. Was macht eine Serie so erfolgreich? Vielleicht die liebevolle Produktion von Heike Linde Körting bis heute. Jedes Klopfen und Klackern ist hier noch handgemacht. Hunderte Geräusche hängen als Tonbänder an der Wand, in einem Regal bis unter die Decke, Dinge zum Rascheln, Klingeln oder Knirschen. Dabei gibt solche Geräusche doch längst alle digital im Computer. Aber glauben Sie man ja nicht, dass das im Hörspiel darauf passt. Da können Sie sich aber totsuchen, bis Sie das so Geräusch finden, was Sie genau dafür brauchen. Das können Sie doch nirgendwo auf irgendeiner CD finden oder auf irgendeinem. Sie können die Grundgeräusche finden, Sie können das Möwenschreien finden, Sie können die Meer und Wiesen und Bienen und weiß ich was alles finden, Flüsse. Aber nicht das, was unser Hörspiel ausmacht. Da ist der Friedhof. Kommt, wir gehen durch das Tor. Es könnte ein Tropfen Öl gebrauchen. Manche Geräusche werden von den drei Sprechern direkt bei der Aufnahme erzeugt. Die drei Stimmen, alle dabei seit Folge 1, eine weitere Zutat für das Erfolgsrezept. Klasse 9 auf Geheimexpedition. Und natürlich gute Geschichten. Das alles hat zu bis jetzt mehr als 230 Folgen geführt. Zunächst auf Kassette und Platte, später CD, MP3-Player oder Streaming. Die drei Fragezeichen haben in 45 Jahren jede neue Technik überlebt und immer mehr Fans gesammelt. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir so ein Family-Produkt sind, was vererbt wird. Jeder darf die drei Fragezeichen gut finden. Also da gibt es keine, du musst nicht irgendwas die angeheftet haben, damit du in der Gruppe aufgenommen wirst. Die drei Fragezeichen-Fans sind ziemlich ungewöhnlich. Im bisher einzigen drei Fragezeichen Escape Room in Köln kann man mittlerweile auch selber Detektiv spielen. Familie auf dem Berge ist extra aus Hannover angereist. Den Fall haben sie als große Fans natürlich gelöst. Und was macht diese Serie generationenübergreifend so gut? Du kannst so ein bisschen auch miträtseln.
Ich mache das zumindest immer so, dass ich auch immer versuche, schon im Vorhinein zu wissen, wer denn dahinter und warum das, er das dann macht. Ja, das bei mir auch so. Außerdem, weil die halt noch so jung sind und das so drei beste Freunde sind, das finde ich irgendwie cool. Wie jung sind die denn? Das wird ja 16. Eigentlich nicht so richtig klar gesagt. Oder? 16 sind die ganze Zeit eigentlich. In 45 Jahren also kein bisschen älter geworden? Wirklich? Also ich denke mal, es ist egal. Also weil es ist offensichtlich, dass wir nicht mehr 18 sind. Aber es spielt keine Rolle, weil wichtig ist, dass die drei in ihrer Dynamik noch so sind, wie sie immer waren. Eine Dynamik, die mittlerweile die größten Hallen füllt. Bei ihren Live-Touren locken die drei tausende Fans. Für die Jüngsten spannend, für die Älteren eher entspannend. Es ist ein offenes Geheimnis, dass viele mit den Hörspielen einschlafen. Ich höre das häufig. Das ist natürlich diese intime Beziehung, die man inzwischen zu den Fans hat. Also vor allen Dingen von Seiten der Fans aus. Weil wenn man mit jemandem auch nur akustisch einschläft, ist das natürlich was ganz Intimes. Mit einer Gewissheit können drei Fragezeichen-Fans jederzeit wegschlummern. Am Ende wird jeder Fall gelöst. Seit der ersten Folge. Wir haben es geschafft. Seht, da ist das Bild. Wir haben es. Mensch, Kinder. Wir haben es wirklich geschafft.